Hallo Leute, Asian Gaming Dude hier und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge von Let's Play Shovel Knight. Im letzten Part haben wir die Halle der Helden von den bösen Geistern befreit, die sie heimgesucht haben und die Mitarbeiter und die Besucher gleichermaßen in Angst und Schrecken versetzt haben. In diesem Part wollen wir uns nun das neue Areal des Spiels ein bisschen näher anschauen und auch schon das erste Level anfangen in diesem Areal. Doch bevor wir das machen, gibt es noch ein kleines Level hier unten, das wir noch nicht besucht haben, nämlich die Abkürzung? Fragezeichen. Ja, definitiv schon mal ein interessanter Name. Überhaupt nicht suspekt. Und das Level an sich wirkt auch überhaupt nicht suspekt, denn es ist lediglich ein Katapult. Was ist denn daran verdächtig? Überhaupt nicht. Kommen wir nach links? Ja, aber man kommt dann wieder raus. Das heißt, es gibt wirklich nur dieses Katapult hier. Gut. No risk, no fun. Wo bringt uns das denn hin? Es bringt uns zum Dorf. Und da steht jetzt ein weiteres Katapult. Okay. Wo führt uns das denn hin? Bevor wir das aber machen, wenn wir schon im Dorf sind, können wir dem Baden ein paar weitere Notenblätter abgeben. Da, er freut sich jetzt schon. Okay, hier hast du wieder zwei Notenblätter. Ja, bla bla bla. So. Jetzt, wo wir das gemacht haben, können wir nun schauen, wo uns denn das Katapult hinbringt. Ich habe echt keinen Plan. Und ich verstehe auch nicht, warum Shovel Knight nicht einfach zu Fuß gehen kann. Aber naja. Vielleicht ist das die Transportmethode Nummer 1 in Shovel Knight Land. Mit einem Katapult durch die Luft geschossen zu werden. Na, jedem das seine. Wir sind auf jeden Fall durch das Dorfkatapult zum Panzerposten geschossen worden, wo wir ein weiteres Notenblatt gefunden haben. Sehr schön. Und wir treffen auf einen Gelehrten. Wenn ich die Flugbahn anpasse, sollte ich das Dorf anvisieren können. Ich stehe total auf Ballistik. Sehr schön für dich. Wir haben hier noch ein weiteres Katapult. Wo führt uns das denn hin? Zur Abkürzung? Nein, ebenfalls wieder zurück zum Dorf, okay? Komische Sache, vor allem weil die Ausrichtung des Katapults eigentlich komplett falsch war. Das Dorf ist im Westen von Panzerposten, das Katapult war aber gen Osten gerichtet. Naja, sei es drum, Videospiel-Logik, ne? Wahrscheinlich bin ich einmal um die gesamte Welt geflogen und dann beim Dorf gelandet, das wird sein. Naja, gut, wollen wir uns nicht zu sehr mit dem beschäftigen, wir wollen uns stattdessen lieber mit dem neuen Areal des Spiels beschäftigen, dem, ja, nennen wir es Eisland. Da hätten wir auch wieder drei Level, wie im letzten Areal. Da haben wir Uhrenturm mit Tinker Knight, wir haben die Flugmaschine mit Propeller Knight und wir haben das gestrandete Schiff mit Polar Knight. Ich würde sagen, wir gehen als erstes in das gestrandete Schiff. So, da wären wir auch beim gestrandeten Schiff und da wir in den letzten Parts bereits ein Wasserlevel und ein Lava-Level besucht haben, wird es auch in diesem Spiel langsam Zeit für ein Eislevel, haben sich die Entwickler gedacht. Das sind so die Standard-Repertoires von Jump'n'Runs und Plattformspielen. In fast jedem Jump'n'Run-Plattformer gibt es eigentlich ein Eislevel, ein Wasserlevel, ein Lava-Level, meistens auch ein Wüsten- und Wald-Level. Das sind wirklich so die Hauptorte, in denen Jump'n'Run-Levels spielen. Es gibt dann noch eigene Variationen, je nach Spiel, aber die 5 kommen eigentlich fast immer vor. Und auch in diesem Eislevel in Shovel Knight kommen die gleichen Physics zur Geltung wie in anderen Jump'n'Runs. Das heißt, man braucht länger zum Stehenbleiben, man rutscht mehr auf dem Eis. Es ist kurz gefasst schwieriger auf dem Eis voranzukommen und vor allem man muss vorsichtiger agieren. Das ist natürlich nicht so schön fürs Let's Playen, wenn man gleichzeitig kommentieren muss. Da kann man schon leicht etwas überfordert werden. Aber eine Schwierigkeit, eine kleine, schadet nie. Gut, den ersten Raum hätten wir schon mal geschafft. Dann können wir zum nächsten. Oh, und da erwartet uns gleich ein Wikigang mit einem Speer. Wow, das hat er gut geworfen. Oh, und den können wir nicht mal von oben angreifen, weil er einen Helm hat. Schlau. Schlau. Das macht natürlich die Sache schwieriger. Ich habe auch das Gefühl, der Schwierigkeitsgrad in dem Level ist etwas gestiegen bereits. Na, will mich nicht beschweren. Ich bin ja ein Freund von schwierigen Leveln. Oder schwierigen Spielen an sich. Gut. Wir machen eine kurze Angelpause, gehen ein bisschen Eisfischen, haben uns einen goldenen Fisch geschnappt. Ich glaube, wenn die Leute in, keine Ahnung, wo geht man Eisfischen? Alaska?
Ja, wahrscheinlich. Wenn die Leute in Alaska auch solche Fische per Eisfischen fangen könnten, dann würden, glaube ich, viel mehr Leute Eisfischen gehen, weil ich glaube, das Ding ist schon ein bisschen was wert. Es ist ein Fisch, der golden ist. Könnte schon was wert sein. So, und jetzt sind wir auch wirklich im gestrandeten Schiff drin. Die Level oder die Abschnitte jetzt vorher waren eher so am Festland, kurz außerhalb oder in der Nähe des gestrandeten Schiffs. Aber jetzt sind wir wirklich im Schiff drin und es erwartet uns gleich eine neue Art von Magier. Es ist eigentlich die gleiche Art wie im Schloss Burg Stolzmoor, so heißt es. Aber sie schießen halt statt Feuerbällen Schneeflocken, die Schnee rieseln lassen. Sehr schön. Und auch hier haben wir eine bekannte Gegnerart, aber mit einem neuen Aussehen. Und zwar die Deko-Kinder aus Majora's Mask, aber sie haben sich einen Gefrierbrand geholt anscheinend. Aua, aua. Oh, und wo wir gerade von Gefrierbrand reden. Diese Drachen scheinen es auch nicht gerade so gut zu gehen. Guckt euch mal an, was für eine fette Fieberblase die da haben. Das sieht nicht gerade so appetitlich oder, ja, schön aus. Das schmerzt sicher. Oh mein Gott, ich will nicht daran denken. Aber es geht uns nicht an, sie sind unsere Feinde. Wir sollten denen eigentlich nichts Gutes wünschen. Immerhin halten sie uns auf, unsere geliebte Shield Knight zu finden. Also von daher, ihr habt es verdient. Gut. Dann schauen wir hier auch noch bei den Schneeblöcken vorbei. Man kann ja nie wissen, wo hier Juwelen versteckt sind. Hier haben sie keine versteckt. Schade, schade. Auch da nicht. Gut, dann können wir weiter. Oh. Oh, mein Gott. Okay, also erstens einmal, ich habe mich jetzt richtig erschreckt, weil am Anfang es so ausgeschaut hat, als wären da nur Spikes und keine Plattform. Aber es sind hier diese Schneeblöcke da. Und zweitens, was sind das für Schneeblöcke? Wenn ich sie berühre, fallen sie direkt auf den Boden. Das ist einerseits gut, weil ich dann die Spikes nicht berühren kann und deswegen nicht sterbe. Andererseits ist es etwas komisch, weil ich auf denen dadurch nicht stehen kann. Komisch, komisch. So, und natürlich wollen wir auch wieder jede Wand überprüfen, aber es scheint hier nichts zu geben. Gut. Wir scheinen ganz gut voranzukommen. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind geheime Räume. Und ich sehe da oben bereits einen Scheißdreck. Nein, das habe ich mir jetzt versaut, oder? Ah, verdammte Scheiße. Verdammte Scheiße. Ich hoffe einfach mal, da war nichts drin. Ich hoffe einfach mal, da war nichts drin. Oder vielleicht kann ich nochmal in den Raum zurückkehren und vielleicht ist dann der geheime Raum wieder da. Oder die Gegner für den geheimen Raum. Wir haben hier auf jeden Fall ein geheimes Loch gefunden, wo ein Rubin und eine Bombe drin war. Was haben die Leute hier eigentlich mit den Bomben? Habe ich sowas Schlimmes angetan? Ich meine, okay, wahrscheinlich schon für die Gegner, aber habe ich sowas Schlimmes getan? Man stirbt doch eigentlich, Deko-Kind. So, den nicht umbringen, ich nehme auch den Hit an. Hä, wie komme ich da hoch? Ah, warte, ich weiß schon. So, hoch und da haben wir es geschafft. Sehr schön. Dankeschön für respawnende Gegner. Da bin ich einmal froh, dass Gegner respawnen. Ist aber auch wirklich ein seltenes Gefühl. Oftmals bin ich eher genervt. Oh. Oh mein Gott, das ist fies. Rutschige Plattform, ein Gegner, der Projektile schießt. Ja, geile Kombination. Aua. Ich halte nicht mehr viel aus. Ich halte gar nicht mehr viel aus, merke ich gerade. Ja, also die Level sind definitiv schwerer geworden. Ich darf mich jetzt genau überhaupt nicht mehr treffen lassen. Das ist jetzt ein bisschen scheiße. Ja, vor allem bei den Gegnern hier. Oh je. Also das könnte jetzt echt schwierig werden. Ich werde jetzt auch ein bisschen vorsichtiger agieren, glaube ich. So, du stirbst erstmal. Da habe ich eine Sorge weniger. Du stirbst noch nicht, aber jetzt. Gut, und dann baue ich mir hier wieder die Plattform. Ich bin auch vorsichtig, dass ich nicht die Seiten der Spikes berühre. Man weiß nie bei 2D-Plattformen, ob die Seite eines Spikes auch dazu zählt zur Todeszone oder nicht. Und was ist das für ein Ding? Das sieht aus wie ein Springbrunnen. Okay, also das ist vom Prinzip her ähnlich wie die Totenkopf-Plattform im Lichthof. Wenn ich drauf steige, dann fahren die runter. Sobald ich runtergehe, das heißt, das Gewicht weniger wird, gehen die nach oben. Okay, kann ich die schlagen? Ja, kann ich. Und dann kotzt eine von den beiden Figuren einen Regenbogenstrahl nach vorne. Okay. Was ist das für eine komische Idee? Ach so, ich verstehe schon, was die wollen. Die wollen, dass ich mir einen Weg bahne und ich habe den falschen Weg genommen. Mann, geh rüber. Ich verkack gerade voll. Jupp, ich verkack gerade voll. Das war schlecht. Mal wieder.
Also ich hab's heute mit dem Schlechtsein. So, wie mache ich das denn hier? Das ist ein bisschen eklig. Kann ich hier durch? Nein, natürlich nicht. Gut, dann muss ich mir halt einen Weg rüberbauen. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt nicht so leicht für mich gerade. Oh geil, warte mal, Item wechseln. Oder warte, wir machen es noch einfacher. Ja, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen pussyhaft, aber ich habe gerade kein Leben, das heißt, also kein In-Game-Leben. Im Real Life habe ich schon ein Leben. Oh oh, Bombe, Bombe, Bombe. Glück gehabt. So, dann wollen wir mal unser Gefährt, unser Kotzmobil, durch die kleine Lücke hier durchbringen, die wir gerade erschaffen haben. Oh je, ich sehe schon, was die wollen. Jetzt wollen die natürlich, dass ich mir hier die Wege baue und dabei halt aufpasse, dass ich nicht runterfalle. Verdammt. Den habe ich zu spät bemerkt. Das war fies. Der war im toten Winkel. Na, sei es drum. Wir haben nicht wirklich viel verpasst und außerdem kann ich jetzt darüber gehen und schauen, was es dort gab. Wahrscheinlich gab es dort eh nichts außer Rubine und Juwelen, aber na, zur Vollständigkeit halber, ne? Lass mal schauen. Ja, es gab nichts. So, und wie komme ich hier weiter? Ah, warte mal. Ich weiß schon. So, und dann kann der Kotzstrahl wieder fließen. Der regenbogenfarbige Kotzstrahl. Sehr schöne Idee. Ich stelle mir das auch immer so vor bei solchen kranken Ideen, dass irgendjemand das bei einem Meeting oder beim Brainstormen halt auch mal einfallen muss. Allein diese Konversation. Was können wir in das Spiel einbauen? Wie wär's mit einem Springbrunnen, der wie ein Drache ausschaut und kotzt? Also, naja. Ich meine, geile Idee. Ich finde wirklich eine geile Idee. Es ist halt so. Das Konzept ist halt sehr komisch und sehr kreativ. Sagen wir es mal so. Gut. Ich weiß jetzt nun, dass jetzt hier gleich ein Wikinger kommt, der einen Speer auf uns schießt. Das heißt, wir wollen hier aufpassen und ich tue es nicht. Oh, ich kann mit dem Gefährt die Wikinger zerquetschen. Cool. Das wusste ich nicht, aber ich mag's. So, du stirbst auch. Sehr schön. Nächster Checkpoint. Nein, noch nicht ganz. Da oben erwartet uns ein Wikinger. Ach, ich wollte ihn gerade mit dem Wurfhaken. Oh, ich kann ihn mit dem Wurfhaken. Komm zurück. Yay, besiegt. Warum es einem schwer machen, wenn es auch leicht geht? Mir fällt auch gerade auf, wir haben bis jetzt noch keinen Notenblatt gefunden, oder? Ich glaube nicht. Und es kommt auch noch keins. Komisch. Könnte sein, dass ich eins verpasst habe, könnte aber auch sein, dass die Notenblätter in diesem Spiel, in diesem Level, relativ spät erst vorkommen. Ich hoffe, das zweite stimmt. So, und die komme ich wieder nicht ran, oder? Oh doch, mit dem Drachen. Yay! So, jetzt muss ich dich aber besiegen, weil du mir auf den Sack gehst. Oh oh. Ich sollte mir vielleicht nicht alle Plattformen ruinieren hier. Was? Der hat doch getroffen, dachte ich. Ist hier irgendwas? Ich hoffe nicht. Scheint nicht zu sein, aber hier unten ist eine Angelstelle. Die möchte ich natürlich erkunden. Boah, stirbst du jetzt endlich? Es ist halt ein bisschen schwer, ihn hier zu treffen, ne? Warte mal. Feuerballstab. Ja, natürlich treffe ich ihn hier auch nicht. Ich stelle mich gerade dumm an, wie Sau. Ich stelle mich dumm wie Brot an. Komm. Nein, ich kann nicht angeln. Ich kann nicht angeln, weil er mich dann angreift. Hallo. Was da? Willst du mich verarschen? Wow, das war knapp. So, geht doch. Meine Fresse. Hauptsache, ich brauche bei so einem einfachen Drachen länger als bei manchen Bossen im Spiel. Oh, ein Abfisch, cool. Was gibt er mir? Ein Sekret des Mutes. Macht mich also 10 Sekunden lang unbesiegbar. Sehr schön. Dankeschön. Besser als ein Sekret des Reichtums. Hab den Namen kurz vergessen. Oh. Neue Wikingerarten. Die werfen Hammer. Und sind ziemlich agil. Guckt euch mal an, wie flink die auf den Leitern herumklettern. Aber richtig schwer sind die nicht, oder? Vor allem mit Feuerballstab nicht. Komm her. Hat der Hammer den gerade abgewehrt oder kann ich den nicht treffen? Der Hammer hat ihn abgewehrt. Oh, und ich sehe gerade, ich habe keine Magie mehr. Scheißdreck! Okay, hier trifft er mich nicht. Ah, verdammt. So. Nächster Checkpoint. Leider noch keine Magie hier aufgesammelt, aber das kommt ja vielleicht noch. Eine weitere Bombe. Auch nett. Ich mache mir jetzt gerade echt Sorgen, dass ich ein Notenblatt verpasst habe. Vielleicht habe ich auch wirklich eins verpasst. Ich weiß es echt nicht. Ich habe das halt nicht mehr in Erinnerung. Mein erstes Mal, dass ich das durchgespielt habe, ist schon wieder ein bisschen länger her.
So, aber das hier sieht doch verdächtig aus. Komm, da muss ein Notenblatt drin sein. Nein, es ist Christian. Noch besser. Cool. Wir haben Christian gefunden. Das ist natürlich auch wert. Ich weiß aber auch dieses Mal nicht, was für ein Item er hat. Aber wir werden es gleich rausfinden. Er hat das Kriegshorn. Mit einem Tuten kannst... Machst du dich... Bäh, ich kann nicht lesen. Mit einem Tuten machst du um dich herum Platz. So, jetzt habe ich es richtig gelesen. Okay, klingt interessant. Kostet 4000. Oh, kein Schnäppchen auf jeden Fall. Okay, Kriegshorn. Aha, eine wahre Kakophonie. Was auch immer das bedeutet. Okay. Kein Plan. Es kostet 20 Magiepunkte. Okay, dann wechseln wir zum Feuerballstab. Ich glaube mich... Oh. Was machen die Geister hier? Oder nein, nicht die Geister. Die... Wie habe ich die genannt? Ich weiß es nicht mehr. Die Kuscheltiere, glaube ich. Auf jeden Fall, was machen die hier? Was wollte ich vorhin sagen? Ah, genau. Ich glaube, das Kriegshorn ist so eine mächtige Attacke. Also so eine wirklich starke Attacke, die alle Gegner im Umfeld trifft. Okay, ich sollte den vielleicht nicht treffen, während er sein Schild draußen hat. Das kickt nur mich zurück. Komm her. Mann, wie viele Treffer braucht denn der? Mann, wieder zu früh. So, endlich. Achso, die Leiter war wegen dem... War wegen dem Zwerg. Wegen dem hammerwerfenden Zwerg. Ich habe mich gerade gefragt, warum da dort eine Leiter war. Aber ich habe mich wieder daran erinnert. Was? Wie hast du bitteschön den Sprung darüber geschafft? Was zur Hölle? Ist da oben was? Ja, es scheint so, als ob man da hochkommen könnte, aber man kann nicht hochkommen. Schade, da müssen wir halt die Wölfe hier besiegen und ganz normal weiterfahren. Aber da oben ist was. Komm. Da oben muss doch was sein, oder? Oder? Auch nicht. Da oben ist auf jeden Fall eine Angelstelle. Da unten ist auf jeden Fall eine Angelstelle. Die gehe ich vielleicht von der anderen Seite besuchen. Oh, bleib doch stehen, bitte. Das ist das ekligste bei Ice Level, wenn man... Oh nein, jetzt ist das ein Ding im Weg. So. Geil, dankeschön. Geil, ich wollte einfach nur mich daran nähern und dann rutscht er in seinen Tod. Danke. Ach, meine Fresse. Komm, lasst mich einfach hoch. Ich will schnell zu der Stelle zurück. Bin ja nicht allzu weit von der Stelle entfernt gestorben. So, Christian müssen wir nicht mehr besuchen. Den haben wir ja schon besucht. Dessen Item haben wir schon. Dich ignoriere ich einfach. Du machst eh nichts. Was? Nicht getroffen? Echt? So, jetzt aber. So, nein. So, jetzt. Ach, ganz ruhig. Mann, sei doch einfach ruhig, Shovel Knight. Hör auf, die ganze Zeit hin und her zu rutschen. Es ist zwar Eis, aber das ist kein Grund. So, kann ich auch den letzten Beutel holen? Juhu! Das gesamte Geld zurückbekommen, weil das ist wichtiger als das Leben. Merkt euch das. Bitte nicht. Merkt euch das bitte nicht. Wow. Scheißdreck. Oh oh. Wow. Wie habe ich mich da gerettet? Meine Fresse, wie habe ich mich da gerettet? Krass, Mann. Yay, zwei von denen. Ich hatte mit einem schon Probleme. Wie man sieht, jetzt immer noch. Oh Mann, triff ihn doch eigentlich. Einmal, zwei. Oh. Mann, bin ich blöd. Ich brauche die, um voranzukommen. Bin ich behindert? Hauptsache, ich besiege die einfach und merke dann so, oh, da ist ein fettes Loch. Wie kommen wir da rüber? Okay, Fehler wieder ausgeglichen. Und ich würde sagen, mit diesem Fail beenden wir den Part hier. Ich hoffe, er hat euch gefallen, trotz den ganzen Fails. Wenn ja, dann lasst doch eine positive Bewertung da. Einen Kommentar unten in den Kommentaren. Würde mich alles sehr freuen. Und ihr wisst es natürlich auch sehr freuen, würde ich mich, wenn ihr beim nächsten Part wieder einschaltet von Let's Play Shovel Knight. Ciao und habt einen schönen Abend noch.